ist das, dass sie alle gegenseitig fühlen. Also mit der Kunst habe ich ungefähr vor 10 Jahren angefangen. Und wie sind Sie draufgekommen zu malen? Das hat sich einfach mit der Zeit so ergeben. Ich habe immer schon gerne kreativ gearbeitet und meine Mutter hat auch schon gemalt und meine Oma hat Skulpturen gemacht und auch gemalt. Aber dass ich jetzt Künstlerin werde, das war eigentlich gar keine Idee. Das hat sich dann irgendwann so mit der Zeit entwickelt, als ich mehr Zeit hatte und nicht mehr fest gearbeitet habe. Und dann habe ich so Dinge überlegt und begonnen und dann wurde das immer mehr. Malst du gerne? Ja, wobei das Malen jetzt als solches gar nicht im Vordergrund steht. Also es ist eher so, dass ich Ideen habe und dann nutze ich halt das Medium, was sich dafür anbietet, zum Beispiel Draht oder Fotografie oder eben auch Videokunst und unter anderem auch Malerei oder Zeichnung eigentlich. Wie scharf ist es, dass das so 3D oder so verschwommen ausschaut? Das ist jetzt eine bestimmte Fototechnik. Vorwiegend kommt dieses Verschwommene durch eine Langzeitbelichtung und eine Bewegung, also eine Bewegung, die ich mit der Kamera mache. Aber bei diesen Arbeiten ist es auch so, dass es mehrfache Arbeitsabläufe gibt, bis dieses Foto dann am Schluss entsteht. Okay. Auch für mich sind die Bilder sehr ansprechend, auch die, auch der Film, dieser First Run, ein sehr zum Nachdenken anregender Moment. Es gefällt mir, weil ihr euch alle so interessiert. Bei Facebook gibt es diese Fotoserien auch alle bei mir auf der Webseite, also auf der Facebook-Seite. Verlinken oder irgendwie was mit rausnehmen. Genau. Das ist jetzt die, das sind zum Beispiel jetzt Tuschezeichnungen, auch auf Papier. Was soll man da erkennen? Tja, naja, erkennen tut man halt bei abstrakten Arbeiten so direkt nicht.